So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder bei Tatschanka TV zu einem neuen Spiel. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was für ein Spiel ich großartig spielen soll, weil ja, irgendwann verliert man da halt die Lust oder man hat nicht da Bock drauf, weil es doch nicht so ist, wie es ist. Aber Call of the Wild hat natürlich Spaß gemacht und ja, das werde ich natürlich dann auch noch weiterspielen. Aber klar, jetzt, ne, Tarkov ist auch noch dran, auf jeden Fall. Das darf auf keinen Fall fehlen, ne? Ist ja klar. So, ne? Und ja, wo wir dann auch schon mal hier bei Call of the Wild sind, möchte ich hier noch mal einmal mich bedanken bei Herrn Klausleifer. Vielen Dank für dein Lob, ja. Und du bist echt spitze, dass du ab und zu mal wieder reinschaust. Finde ich echt gut. Und auch Cody 89 hier, herzlich willkommen und so. Danke auch für dein Lob. Ja, sehr nett. Ja, also. Wenn das 2 schon gefällt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ne? Man muss ja nicht immer hier 300.000 Kommentare haben. Ja, da wäre ich ja sowieso überfordert. Dann könnte ich auch nicht alles ansprechen. Aber vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. So, dann mache ich das mal zu. Wir werden heute mal ein bisschen Diablo 4 spielen. Da habe ich auch die Beta gespielt und ein paar Non-Commentaries gemacht, aber. Ja, wir machen das mit Commentary und ich finde auch, man kann auch so ein Spiel Gameplay machen. So, und was für einen Barbar mache ich denn? Es ist ein Barbar, der heißt hier Walking Arsenal Barbarian Endgame Build Guide. Also das heißt, ein Barbar, der Kratos heißt und hier mit Iron Maelstrom sehr viel Spaß machen soll, auch gegen Bosse. Und ja, ich versuche das halt hier aufzubauen. Und hier steht als Level 50, aber ich bin schon Level 41 und habe den von Anfang an gemacht, um mich daran zu gewöhnen. Also hier steht zum Beispiel großartig für Leveln, nutzt alle Waffen, die levelt der dann auch, ballert die Big Bosses weg. Und Screens Clear Ultimate, keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich heißt das, dass ich das ganze Screen hier klar, also mit dem Ultimate Maelstrom clean. Ja, das ist erstmal mein erster Barbar und ich gucke halt in momentan die Skillungen, ob die Gegenstände einigermaßen passen zu den Skills oder wie auch immer, dass sie so ein bisschen skalieren. Und dann, wenn wir dann hier ein Paragon Board sind, dann werde ich natürlich dann auch hier nach Skillen, so steht er hier, ne? Kannst du hier sehen, ja, ist alles so gegliedert. Die Seite heißt Maxwall GG, ja, also weiß nicht, ob man das hier sieht, ob die Qualität stimmt. Eigentlich müsste, weil ich habe ja den PC geupdatet, ja, also das ist echt eine gute Maschine. Der kann jetzt alles, ja, der kann alles ohne Probleme auf höchste Einstellungen. Okay, das ist so der Bild. Ich ziehe den mal ein bisschen hoch hier. So, ich ziehe dann am besten mal hier so hin, weil ich ja hier gucken muss und schalten und walten muss. So, wir sind jetzt in der richtigen Einstellung. Das heißt, so machen wir das hier so. So, dann habe ich das jetzt umgestellt, damit ich hier, ne, wie die Aufnahme beenden kann. Es ist ja alles ungeschnitten. Ja, habe ich keine Lust und keine Zeit zu, sage ich ganz ehrlich. So, deswegen. Gibt es hier auch kein Intro oder ich finde auch, also die haben ja, ich gucke mir ja ab und zu ein paar Sachen an zu Tipps und Tricks, wie man auf YouTube mehr Reichweite kriegt. Ne? So, und da steht dann drin, was ist das denn hier? Zerstört die irgendeine Masse, können wir ja machen, warum nicht? Mal ein bisschen leiser stellen hier, weil das ist ja schon arg laut. Weil meine Frau schläft gleich, die will ja morgen Frühschicht machen. Ne? Und wenn ich jetzt hier so laut quatsche, weil das hier zu laut ist. So, ich hoffe, man versteht mich dann besser. Oder noch genauso gut. So, wo war ich denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt vergessen. Egal. Eigentlich wollte mich Wessi, mein Spielkumpel, einladen, ja, damit wir zusammen hier leveln.
Ja, in der Überschrift werde ich ja reinschreiben. Ach, ich muss diese Horden schaffen. Ja, das schaffe ich nicht. Erstens mal sind die zu weit verteilt. Muss ich mal ein bisschen hier konzentrieren. Ja, wie soll ich das denn schaffen hier? Guck mal, hier ist schon wieder so ein Endgegner. Den können wir aber auch schnell besiegen. Ich spiele auch Weltstufe 1 momentan noch. 2 ist zwar, sind dort die Monster stärker und du kriegst mehr XP, aber es lohnt sich rein rechnerisch gesehen gar nicht. Ja, also du levelst langsamer, kriegst zwar mehr XP, aber du levelst langsamer. Ja, und kriegst auch hier, was Gegenstände an betrifft, eigentlich das Gleiche. Ja, also da ändert sich nichts. Und ja, auf Weltstufe 1 bist du halt ein bisschen schneller in der Weltstufe, weil halt die Monster. Ich muss 3 Horden besiegen. Aber das schaffe ich nicht mehr. Scheiße. Habe ich nicht geschafft, die Meisterschaft. Dafür sind wir nicht so gut. So, oder schnell genug. So, dann ballern wir mal alles weg, weil wenn wir jetzt die Meisterschaft geschafft hätten, dann hätten wir nach Vorgabe halt besseren Loot bekommen. So, ja, und so, mein Baba sieht halt so aus hier. Ich weiß, kann man das schieben? Ne. Ein bisschen Sockel fehlen noch. Hier ein paar Sachen habe ich gelevelt, aber die wollte ich mir aufsparen. Ich gucke dann immer halt, ob das hier auffühlen. 2 Ränge Baba. Aber hier habe ich einen Rang auffühlen. Dann können wir doch die nehmen. Was mich halt hier jetzt wieder stört, ist halt plus 18 Intelligenz. Das ist doch voll Kacke. Was habe ich hier? Geschicklichkeit. Ist auch nicht besser. Aber dann haben wir wieder 2 mehr in Aufwühlen. Das lohnt sich. Das lohnt sich. So, das skaliert dann jetzt hier, ne? Darauf gucke ich dann halt, ne? Ich gucke halt nicht unbedingt, dass die Rüstung besser ist oder die Gegenstandsmacht besser ist, sondern ich gucke, dass es halt so passt, ne? Zu den ganzen Skillungen hier unten. Dass sie dann skalieren. Hier habe ich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt hier oben guckst, 7 von 5. Ja, dadurch, dass ich jetzt die Handschuhe angezogen habe, habe ich Aufwühlen 2 Ränge mehr im Gegensatz zu dem Handschuh, wo ich nur einen Rang Aufwühlen hatte. So halt spiele ich momentan. Ja. Ganz entspannt. Blutung wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber das dauert mir dann zu lange, bis die ganzen Mobs tot sind. Da müsste man dann so einen finalen Schlag bringen. So, das war jetzt erstmal die Übersicht hier. Und ich mache jetzt, ich spiele die Season 1 derzeit, Level 41. Und meine Taktik ist halt, die ganzen, hier diese ganzen Dungeons abzuklappern, schnell durchzulaufen und so halt schnell zu leveln. Also derzeit bin ich 41. Ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist hier. Keine Ahnung. Ich versuche es, ne? Ich versuche es. Ja, dann habe ich halt den Guide da noch, ne? Denn der ist auch noch da. Bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt, ich zeig mal eben die Skillung hier. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt quasi hier angelangt bin beim Maelstrom und dann nochmal hier diese finalen Fähigkeiten alle auswählen kann. Ich mache alles nach und nach, ne? Also hier habe ich jetzt schon fertig. Dann muss ich noch. Mal, ich kann mal ein bisschen hier runter machen. Skillung. Mal denn hier die Skillung jetzt? Aber ich habe ein bisschen kleiner gemacht, das sieht man. Ah ja, dann gibt es ja noch ein Bild für Endgame, so sogar. Optimize. Und ich würde gerne den Großvater haben, ja, das Schwert. Das. So. Dann Standard-End. So, hier bin ich. Hier, da müsste ich dann zum Beispiel Harmstring einen Punkt reinmachen. Das ist der hier. Eure Blutungseffekte verlangsamen gesunde Gegner. Ist natürlich irgendwie witzig. Ich weiß nicht, woher ich die Blutung dann nehme. Dann kommt hier noch was rein. Ein Skillpunkt und hier kommen 3 Skillpunkte rein und hier einer. Und dann bin ich irgendwann hier. Dann wird das hier geskillt, der Maelstrom. Und ich denke mal. Hier werden auch nochmal rein, 3 Stück reingesetzt. Was ist das? Heavy-handed in 3. Also das wäre dann.
Das hier. Wenn ihr 2 Handhaben verwendet, verursacht ihr 5% mehr kritische Trefferschaden. Also der Bild geht ganz klar Richtung Zweihandwaffen und halt dann wahrscheinlich hier. Ich bin mal gespannt, was das Ding dann rausholt, aber das werden wir gemeinsam herausfinden. Ja, vielleicht werde ich dann auch irgendwann nochmal einen Livestream machen. Da hatte ich jetzt irgendwie nicht so die Lust drauf, ehrlich gesagt. Obwohl das eigentlich auf Twitch das letzte Mal gut gelaufen ist, ja. Da waren echt viele. Ich wollte ja durchlaufen eigentlich. Die zugeguckt haben. Wenn man das jetzt öfter machen würde, dann würde sich das wahrscheinlich mehr lohnen. Ne? Aber ja gut, was soll's. Ne? Mir kommt das immer drauf an, nach der Lust, ja, ob ich da jetzt Lust habe, weil du hast ja noch Kinder und so was alles. Und ich habe ja noch ein Boot. Ja. Habe ich auch noch. Muss ja auch noch gepflegt und gehegt und gepflegt werden. Ah ja, da ist das erste Podest hier. So, jetzt wird es aber kritisch hier. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, hier durchzulaufen. Obwohl. Ja, er hat auch so einen Feuereffekt, der entsteht durch Items, die ich anhabe. Die sorgen dafür, dass er hier einen AOE-Schaden macht. Ich glaube, das habe ich 2 Stück davon an, die das ein bisschen skalieren. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ja. Es sorgt nochmal für den Extra-Tod hier. Da habe ich die zweite. Sehr gut. So, nicht wundern, draußen ist ein Fest bei uns in der Stadt. Da sind sie alle am Feiern und deswegen, ja. Also hier würde ich gerne mal eine Welle reinschicken. Oh, läuft. Ja. Läuft. So, dann ballern wir die auch mal weg hier. Oh, was ist denn hier mit Bessie? Wieso lädt er mich nicht ein, der Schmierlappen, ey? Kein Bock oder hat? So. Dann gehen wir direkt durch. Ich bin bereit. So, und dann ballern wir den mal mit einem Schlag weg. Zack. Also ich finde diesen Todesstoß ist schon mega. Also den habe ich auch bei meinem Barbar in der freien Welt benutzt. Und ja. Das ist eine gute Fähigkeit hier. Und man sieht auch, man verliert kaum Leben hier. Eigentlich muss man hier kaum was heilen, wenn man jetzt nicht den ganzen Dungeon hier bekämpft. So, was müssen wir hier machen? Was müssen wir hier machen? Tötet alle Gegner. Ja gut, jetzt kommen wir natürlich nicht drum herum, alle zu töten hier. Leider. Ja, das dauert dann mal ein bisschen länger. Sammeln wir die mal alle hier. Oh, ein Goblin. Goblin, komm mal her, Goblin. Ja, ich komme dir hinterher hier mit meinen Sprungschanzen-Dingen. Oh, jetzt wird's eng. Hey, lass mich raus. Jetzt wird er wieder zurück. Nein, bleib hier. Ui. Boah. Ey, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Oh, schade, nichts Besonderes. Dafür habe ich den ganzen Dungeon hier am Arsch. Aber es klappt. Ich wollte erst den Totenspiel, Dingens, den Totenbeschwörer spielen hier, ne? Aber
Ja, dann habe ich mich trotzdem nochmal für einen Barbar entschieden, weil ich den auch in der Beta gespielt habe und in der freien Welt. In der Beta habe ich den, glaube ich, nicht gespielt. Da wollte ich mir den aufheben. Ich wollte eigentlich einen Druiden spielen, aber ja, hat nicht. Ich habe mich unentschieden. Ich wollte halt einen Barbar. Ja, und jetzt guckt mal hier mein Pferd, ja. Also, schönes Pferd hier. Guck mal hier mit Fahne. Ja. Die Fahne immer, die wollte ich unbedingt haben, wo ich die bei anderen Spielern gesehen habe. Und irgendwann war die dann in meiner Truhe drin. Ach so, ich muss mal eben gucken, was hier ist mit den Fähigkeiten. So, was haben wir hier? Die ist sowieso nicht besser. Oh, der hat zwei Ringe aufwühlen und Doppelschwung. Der ist auch nicht schlecht, aber Doppelschwung habe ich nicht. Ein Rang aufwühlen, das ist mein Alter. Ich denke mal, das können wir alles mal kaputt schlagen. So, ja, die Diamanten sind auch mal so eine Sache. Es wäre geil, wenn es so eine Diamantentasche geben würde. Dann bräuchtest du nicht jedes Mal hier zum Stash laufen, der natürlich auch nicht so groß ist. Ne? Ist jetzt sage ich mal auch nicht der. So. Ja, tun wir die mal alle da rein. Erstmal heben wir die uns für später auf. Ja, so. Könnte man hier vielleicht noch erweitern um 100.000. Naja, machen, komm. Haben wir schon mal einen erweitert hier. So. Boah, der Raum, der wird aber auch warm. Also, ich bin wirklich in kleinen Kabuff, ja. Und wenn ich jetzt die Tür zu habe. Hinter mir, dann ist Holland in Not hier. So. So, wo müssen wir hin? Wir müssen nach oben. Haben wir denn unten was vergessen? Nee. Gott sei Dank, sonst hätten wir wieder zurückgemusst. Ach ja, ich war vorhin stehen geblieben, als ich über diesen Kanal sprach. Meine ich doch. Also, was meine ich denn genau? Ich habe ja am Anfang auch hier schön Thumbnails erstellt, diese Bildchen, ne, die man da. Und ich habe mir halt die Tipps angeguckt, wie man halt die Reichweiten und so bei YouTube ein bisschen drücken kann, ne, nach vorne. Und halt alles gemacht nach Anleitung. Und ja, ist also, ich sag mal, ein großer Unterschied ist das jetzt nicht, ne? Wenn du da jetzt alles aufwendig machst. Und ich finde, es reicht so, wie das ist. Ja, einfach online stellen und wem es gefällt, der soll es halt sich angucken. Und wem es nicht gefällt, der wird halt weiterschalten. Ne? Ist ja so, es gibt ja, gefällt ja nicht jeden, ne? Was ich hier mache. Oder ist zu langweilig oder was. Ne? Aber es geht ja eher so mehr so. Ja, wie soll ich sagen, Entertainer bin ich jetzt auch nicht, aber es soll unterhaltsam sein. Ne? Also, ne? Klar, wir machen jetzt hier auch ein bisschen Progress, ne? Aber das ist kein Progress, wie man das vielleicht kennt von diesen Profi-Diablo-Spielern. Weil die haben halt ihr spezielles Fach. Ne? So, Überleben wird hier kein Problem sein, um diese Meisterschaft hier freizuschalten. Oh, jetzt kommen diese großen Fliegen hier aus der Kiste. Die ballern mich hier ganz schön zu, ja. Aber der Bild ist ja noch nicht final, ne? Wir haben ja noch nicht. Die ganz guten Sachen haben wir ja auch noch nicht. Es kommt erst alles noch. Und wenn wir die Welten hier ein bisschen mehr leveln. Kriegen wir ja noch trotzdem noch einen Fähigkeitspunkt dazu. Ne, zwei oder drei Level muss ich noch auf Stufe 3 bringen, aber das passiert automatisch, indem du halt in diesem jeweiligen Gebiet eine Nebenquest machst oder halt, oh ja, Stiefel, sehr gut. Oder indem du halt hier dann Dungeons levelst und so weiter und so fort. Levelst du die Weltstufe von dem jeweiligen Gebiet und dann kriegst du immer Boni. Ja.
mehr Obolusse, wo du die eintauschen kannst beim Schwarzmarkthändler, auf den Maps, an den Städten, oder du kriegst einen Fertigkeitspunkt oder einen Paragonpunkt mehr. Ja, dann musst du immer nach und nach alles leveln. So. Ich habe auch übrigens wieder das gleiche T-Shirt an wie gestern. Aber ja, das ist mein Schlaf-T-Shirt und normalerweise gehe ich danach direkt schlafen, nachdem ich das hier aufgenommen habe. Aber ich werde, glaube ich, zwei Folgen aufnehmen. Das ist übrigens die Folge Klaus Leiper und Cody 89, wo ihr geschrieben habt. Ich habe das Handy hier und der Cody hat mir auch gerade geschrieben, dass er sich bedankt hat. Habe ich sogar gesehen am Handy. Ja, nur so viel dazu. Also, wo ihr geschrieben habt, war ich dabei, hier Diablo zu spielen. Ich habe das jetzt nicht direkt aufgenommen, wo ihr geschrieben habt, sondern ich habe das danach aufgenommen. Gedacht, komm, machst du mal ein bisschen Diablo, weil Diablo spiele ich jetzt in letzter Zeit ziemlich oft. Und ich denke mal, da kann man dann auch ordentlich ein bisschen was an Videos online stellen. Ich meine, ne? Ist ja. Vielleicht passiert ja irgendwas Spannendes, ne? Wer weiß. Und dann haben wir das auf Video, dann haben wir das als Beweis hier. Aber ich bin immer noch unschlüssig, wieso der Skillpunkt in diesen Blutungsschaden wieso ich da einen Punkt reinmachen soll, das verstehe ich nicht. Ich habe ja kein Blutungsbild. Woher kommt der Blutungsschaden? Müsste ich mich einmal nochmal durchgucken. Und ja, ich finde es nett, dass ihr auch Commentaries haben wollt. Ich hatte immer am Anfang, also wo ist der Channel noch, der Channel ist ja sehr alt, den ich hier habe. Ein Video habe ich drin gelassen von früher, das ist von MC Bastard, das Lied. Weil die Leute das gerne noch hören und sowas, ne? Deswegen lasse ich das drin. Und ich hatte vorher auch andere Videos noch hier auf dem Kanal. Das waren alles nur reine Gameplay-Videos von alten Spielen, die ich mal früher gemacht habe. GTA und sowas alles. Also das war GTA San Andreas, glaube ich. Und ja, ich habe gedacht, ich mache dann, wenn, erstmal alles neu. Ne? Also von so an. Alter, wo kommen denn die ganzen Elite-Dinger hierher? Ach, scheiße, jetzt gehe ich genau da in diesen Pisskreis rein. Was ist denn eigentlich hier mit dem Kumpel hier? Der hat ja morgen Frühschicht und ich denke mal, so lange wird er auch nicht mehr wach bleiben. Ich weiß gar nicht, was er da so heimlich treibt in Diablo. Ich weiß, dass er online ist, aber. Naja, dann machen wir heute eben mal Singleplayer-Überschrift hier. Oh, was ist das? Ich bin auch noch nicht bereit hier. Oh, schon wieder ein Legendary. Was ist denn hier los, ey? Das scheint sich ja doch zu lohnen, ja, ne? Also man sieht keine Chance hier für diese ganzen Elite-Kollegen. So, dann laden wir das hier erstmal alles wieder ein. So, das Elite nicht vergessen hier. Zack. So. Gehen wir wieder raus. Und der nächste Dungeon fertig. Dann gucken wir uns die Sachen mal an hier. Dann gucken wir uns das zum Schluss nochmal hier an. Der ist sehr gut sogar. Dann können wir den auch ausrüsten. Und was bietet der uns? Schauen wir mal. Verfallt 2 Sekunden lang in den Berserker-Modus, nachdem ihr 10-mal die Waffen gewechselt habt. Ist ein nettes Angebot. Allerdings ist das, glaube ich, kein Bild, wo die Waffen so schnell gewechselt sind, werden. Aber den können wir trotzdem nehmen, weil es ist ja auch nicht besser hier, was ich hier hatte. So, Schuhe. Die sind jetzt nicht unbedingt besser. Alle Werte. Ja, da haben wir dann aber Schuhe, die was.
Kernfähigkeit, Schaden zu den. Er macht halt mehr Schaden, das kritischen Schaden, das lohnt sich dann zu behalten. So, was haben wir hier? Schaden, können wir austauschen, ne? Wenn die sowieso besser ist, was macht die denn eigentlich? Schaden gegen verletzte Gegner ist sowieso gut. Wenn wir einmal diese Welle machen, dann sind sie alle verletzt. Blutungen haben wir nicht. So, was haben wir hier? Kritische Treffer verleihen Einzug. Bewegungsgeschwindigkeit, was haben wir hier? Ja, die ist auf jeden Fall besser, die verstärkt unsere Kernfähigkeiten. Tritt, Kriegsschrei haben wir auch, ne? Ne, Schlachtruf haben wir. Brauchen wir nicht. Ja, dann haben wir das auch durch hier. So, ja, das war's, die Folge. Ich denke mal, ich werde jetzt direkt die zweite nahtlose Folge aufnehmen. Dann geht das nahtlos weiter. Muss aber nicht immer so sein, ne? Also wir werden dann gleich wieder da sein. Also ich werde das nicht jeden Tag hochladen. Ich denke mal, alle 3 Tage oder so ist okay. Ist ein guter Rhythmus anstatt jeden Tag. Und ja, danke für euer Lob und so und viel Spaß mit dem Video und dem nächsten Video. Wir sehen uns.